Herr Dr. Springe, wie geht es Ihnen bei der Nachricht, dass der Standort Singen von Karstadt von der Schließung bedroht ist? Wir waren erschüttert. Wir können uns nur vorstellen, dass diese Vorentscheidung noch nicht alle Argumente berücksichtigt hat, die die Stärken dieses Standortes ausmachen. Nämlich ein großes Einzugsgebiet, das noch erweitert werden kann. Eine treue und kaufkräftige Schweizer Kundschaft. 10 Millionen Investitionen der Stadt in die Region um den Standort Karstadt herum und eine exzellente Verkehrsanbindung im öffentlichen Nahverkehr und im Fernverkehr. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt diese Nachricht hören? Also ich bin natürlich nach wie vor maßlos, fassungslos. Bin indirekt natürlich nicht betroffen, aber alle meine Kollegen und Kolleginnen, die ich früher vertreten habe, die jetzt hier mit mir stehen, können das Ganze noch nicht verstehen. Der Hintergrund ist einfach ein positives Haus, was geschlossen werden soll. Ein positives Haus, was jahrelang, jahrzehntelang positive Erträge hatte. Und natürlich auch im Hinblick auf diese Kanu-Neueröffnung wird die Stadt Singen und auch die Filiale Karstadt davon profitieren. Das heißt, es werden deutlich mehr Besucher, die in den letzten 2-3 Jahren hier nach Singen kommen. Und diese werden natürlich auch bei Karstadt kaufen. Zumal auch nicht jeder in diesem teuren Einkaufszentrum, ich sag mal als Beispiel Handtaschen und Schuhe jenseits der 300-Euro-Marke kauft. Und Karstadt hat immerhin noch Produkte für den alltäglichen Bereich. Und auch wenn die letzten Tage, Wochen, Monate natürlich auch Corona geschädigt waren, aber diese Entscheidung ist definitiv nicht richtig. Mir geht es so, ich bin einfach sehr wütend in der Zwischenzeit, also meine Traurigkeit ist ein bisschen mehr in Wut umgeschlagen, weil wir einfach immer noch kein bisschen ein Okay oder ein bisschen ein Zeichen bekommen haben, dass es vielleicht für uns doch weitergeht. Hallo. Aber wir geben einfach nicht aus. Ich war die letzten Tage nicht vor Ort, aber ich war in Köln, habe mit unserem CEO, Herr Mühlenbach, noch mal geredet, habe aber leider kein Zeichen bekommen, die Unterschriftensammlung, die sehen, wir haben schon, glaube ich, weit über 2000 Unterschriften. Wir werden die irgendwann in Essen überreichen und kann ich. Wir kämpfen einfach. Aufgabe ist für uns einfach keine Option. Gut. Vor 46 Jahren steht dieses Haus in unserer Stadt und seit 46 Jahren ist Karstadt für uns, für den Einzelhandel, für unsere Einkaufsstadt, der Motor, der Leuchtturm in die Region hinaus. Und von dem her ist es einfach schändlich und schade, dass jetzt nach 46 Jahren ein Haus schließen soll, bis schwarze Zahlen schreibt. Für mich etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe immer gedacht, man möchte Geld verdienen. Und wenn ich schwarze Zahlen schreibe, verdiene ich Geld. Und deswegen ist für mich nicht klar, warum man das Haus schließen möchte. Immer wieder wurde ich in den letzten Tagen von verschiedenen Leuten angesprochen, die mir sagten, ich gehe zum Karstadt zum Einkaufen, weil ich dort so gut bedient werde und alles auf einen Rutsch bekomme. Ihr seid hochmotivierte und engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer, die täglich mit viel Herzblut ihre Arbeit verrichten. Wir können in Frankreich nicht weit von hier sehen, was passiert mit Innenstädten, wenn draußen vor der Stadt die großen Einzelhändler sind und in der Innenstadt ist keiner mehr. Deswegen ist es nicht nachvollziehbar, warum Kaufhof Karstadt dieser Ökonomie nicht folgt und die Augen verschließt.